Hallo Leute, willkommen zu Game Inc. spielt Until Dawn. Ich bin der Jan, heute wieder alleine und wir starten mit der 7. Stunde und wir sind, glaube ich, bei Kapitel 9. Und diesmal auch wieder mit Kopfhörern. Diesmal ist ja Dominik nicht dabei. Ich fand es sehr schön, dass er dabei war und ein bisschen seine Expertise dazu steuern konnte. Und wir werden auch wahrscheinlich nur mit Kommentar zu ihm fahren nach Hause und dann Until Dawn versuchen, perfekt durchzuspielen. Das heißt, keiner stirbt. Wir finden im besten Fall auch alle Totems. Und ich habe wieder Bulkstoff dabei. und es geht los mit Until Dawn Folge 7 fortsetzen. Was bisher geschah bei Until Dawn? Jazz hat überlebt. Wo Matt ist, weiß ich nicht. Mein Kurzzeitgedächtnis ist extrem beschissen geworden. Es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Und George, er muss ihn haben. Chris ist leider von uns gegangen, denn ich habe die Steuerung ja auf Bewegung gestellt und war zu langsam. Und der gute alte Herr, der wohl Ahnung hatte, wurde auch geköpft. So wie Chris. Josh wurde von diesem Wesen hier gefangen genommen. Und wir haben mit Mike einige davon getötet. Mit Hilfe eines Hundes. Hier ist Josh, der scheinbar noch lebt, aber nicht mehr lange, wenn wir Probleme haben. Hier, Professor Hill. Auflösung. Wir sind sogar schon bei 10. Krass. Und der sieht nicht mehr so gut aus. Es könnte sein, dass er sich infiziert hat. Ich weiß auch noch nicht, was hier gespielt wird mit dem. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Kann es sein, dass er tatsächlich der Psychiater von Josh war, dieses Jahr über? Josh. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, George. Tief atmen. Ich habe die Steuerung auch wieder auf Tastensteuerung klassisch gestellt, weil das Zielen mir einfach ein bisschen zu schwer fällt. Und jetzt Ton und Abfahrt. Hörst du nicht die Glocke klingen? Dann. Bruder Jakob, meine Damen und Herren, ein schönes Kinderlied. Lass mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Es ist kurz vor Morgengrauen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Deswegen wandere ich jetzt blöd umher. Nein.
nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass er sterbe. Ich schwöre. Alter. Ein Schwein. Alter. Alter, heavy shit. Es gibt immer einen anderen Weg. Mike, ist das, was ich denke? Shit. Sieht aus wie ein Grab. Achso. Beth. Uiuiui. Oh, ein Totem. Ein Glückstotem. Ja gut, das wissen wir ja schon. Gut, ich gehe rein. Solche Seen sind unterirdisch sehr tückisch. Die können so tief sein, können aber auch mehrere Kilometer tief sein. Na gut, Kilometer, aber sehr viele hundert Meter tief. Und zwar schlagartig und sind furchtbar kalt. Die sind immer kurz vorm Gefrierpunkt, also so 4 Grad in der Regel. Weil kälter wird Wasser in der Regel nicht. Nee, aber Krokodile wären witzig.
Einfach nur, um dieses Klischee zu bedienen. Das wäre auch ein blöder Tod, ne? Nach solchen Torturen und einfach erfroren im Wasser. Immer schön umgucken. Aha, da liegt doch was am Boden. Hä? Hä? Richtig dumm. Oder die Tür geht nicht auf, wetten? Das wäre halt richtig dumm. Oh, was haben wir denn da? Wer könnte denn das sein? Ist das Chris? Oh, nicht dahin. Oh, ich sehe schon. Er ist das Schwein, welches ich geschlagen habe. Wetten? Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Interessant. Er ist high oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht. Bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Wir haben leider keine Waffe, um uns zu verteidigen dabei. Josh schafft auf keinen Fall da hoch. Rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja, ja, gut. Du bringst Josh wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Gehen wir, durchgeknallter Mistkerl. Tja, immerhin hängt da nur Chris. Oder das, was von Chris übrig ist. Und da ist ja das Viech drin.
bist nicht real! Bist du nicht! Oh shit! Okay. Beth ist definitiv tot und wurde von Amanda gefressen. Wie ist die so? Krass. Aber immerhin, wir sehen mal Matt wieder. Jess, bist du das? Scheiße, Jess, was ist mit dir passiert? Zum Teufel hast du überlebt? Aber jetzt ist Josh definitiv tot. Ja. So. Hier läuft irgendetwas Schräges heute. Jemand haut uns hier voll in die Pfanne. Nein. Was? Nein, nicht jemand, sondern etwas. Jess, du hattest eine ziemlich harte Nacht. Du bist durcheinander. Nein, ich sage dir doch. Schon okay. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh Gott. Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Dann mal los. Die Musik. Wir wissen, dass Amanda noch am Leben ist, anhand des Tattoos, was natürlich hart ist. Das eigentlich haben also beide das überlebt. Nur irgendwann hat die andere aufgefressen. Was halt echt heftig ist, scheinbar. Also, pff. Bizarr, bizarr. Also, nice. Nice, Leute. Haben wir gut gemacht. Lass niemanden zurück. Wenn wir beide draufgehen, kann keiner sagen, ich habe es nicht versucht. Also, wenn sie was kann, dann ist es klettern.
Wir klettern. Fuck! Okay. Das ist jetzt Viereck. Es folgt einem Rhythmus. Wie die Tasten kommen. Merke ich schon. Okay, nice. Habt ihr irgendein Totem gesehen? Ich nicht. Also, ich mag es, dass echt Monster da sind. Also, das freut mich sehr. Ich gucke jetzt immer auf die rechte Ecke, weil ich dachte, da kommt vielleicht ein Monster, aber war nicht so. Naja, also dass jetzt so Grudge-ähnliche Monster kommen, gefällt mir echt gut. Oh, da ist schon eins in der Nähe. Weil The Grudge fand ich auch einen sehr gelungenen Horrorfilm. Und daher muss ich sagen, macht das Spiel gerade vom Pacing alles richtig. Ich will nicht ins Wasser. Das ist auf so viele Arten und Weise dumm. Was ein bisschen schade ist, dass sie die Monster nicht aufgebaut haben. Akku fast leer. Hä? Ich habe 3 Stunden Akkulaufzeit, dachte ich. Ding ist nicht eingesteckt, oder? Könnte es daran liegen? Yes. Tja, da war die Kamera kurz aus. Und jetzt setzen wir fort. Das hat mich jetzt natürlich komplett aus der Fassung gebracht, was ich eigentlich wollte. Aber das macht nichts. Ich kann nur sagen, dadurch, dass wir jetzt endlich Monster haben, wie ich es echt erhofft hatte und schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich sehr motiviert bin, jetzt auch wirklich bis zum Ende zu spielen. Ja, ich meine, es ist Schnee, das ist glatter Stein. Dass sie da überhaupt noch so gut zurechtkommt, wundert mich.
Okay, wir sind bei der Scheune. Das heißt, wir sind bald da. Müsste da der Typ nicht noch liegen? Das Ding ist ja, wer sich nicht bewegt, lebt vielleicht doch länger. Und ich mag auch diesen Bogen, den wir spannen, von dem vermeintlichen Massenmörder zu dem Psychopathen zu dem Viech. Okay, Drake hat gesprochen. Ja, es ist nur eine Tür, das hält ja nichts ab. Den Kopf zerplatzt. Aber die Frage ist, wie hätte ich das verändern können? Vielleicht ist da noch jemand. Wo sind wir hier? Und wieso ist hier... Ah, nee, das ist Staub. Wie oft ich diese Treppe schon gegangen bin. Aber die Luftballons sind weg. Alle. Und keine Kerzen mehr. Wurden alle aufgeräumt. Und alles ist zugedeckt. Wie hoch ist die Chance, dass wir überleben? Hm? Daran will ich gar nicht denken. Nein, hey! Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Wieso steht ihr wie Zombies da? Ruhig. Keiner bewegt einen verfickten Muskel. Hat ein bisschen was von... Okay, was geht jetzt ab? Uiuiui, Gas. Die Glühbirnen. Nice. Okay, ich darf es nicht verkacken, was auch immer jetzt kommt. Stromschalter. Dadurch, dass dieser Draht nicht mehr
von diesem Halogen-Ding ist. Okay, heftig, Leute, heftig. Krass. Das haben wir ganz am Anfang gesehen. Das war das, was ich die ganze Zeit befürchtet habe. Da kommt der rettende Helikopter. Zwei sind rausgekommen. Und wahrscheinlich war Mike retten die richtige Wahl gewesen. Es hätte aber auch sein können, dass keiner von denen. Wo ist Jessica eigentlich? Was ist mit Jessica und Matt? Die sind nie rausgekommen. Ashley ist gestorben. Mike ist gestorben. Josh wurde der Kopf kaputt gemacht. Hey, aber 2 von 6. Direkt vors Gesicht. Hierhin, direkt vor meine Nase und der hätte schießen können. Er hat mich fast erschossen, der Penner. Ich meine, da geht man ewig lange mit einem Kerl aus und glaubt, man kennt ihn, aber Mann, der schießt echt den Vogel ab. Ich meine auch. Oder dich. Und ich hätte etwas. Oh, er ist auch rausgekommen. Ich wollte ihr ja auch helfen. Ich war nicht gut genug. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift. Und was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Hey, 4 Leute sind rausgekommen. Das ist mehr, als ich erhofft hatte. Und wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir erst eine halbe Stunde verbraucht. Das heißt, wenn wir eine Kapitelauswahl haben, werde ich das letzte Kapitel nochmal spielen und das erste. Kommt die Dumpfbacke jetzt dran? Verpassen Sie mein Paar für mich? Wie bitte? Dumpfbacke, Mr. Muskelprotz, Matt, der Depp vom Dienst. Gibt's da vielleicht etwas, das wir wissen sollten? Oh nein, nichts von Bedeutung, bloß Sache. Wissen Sie, dass er mich an dem einstürzenden Turm einfach zum Sterben hat hängen lassen, dieser saublöde Waschlappen? Ja, aber wären beide draufgegangen wahrscheinlich. Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Nein. Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Ja. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Ja. Ja. Es ist mir egal, ob Sie mir ich hätte gar nichts auswählen sollen. Das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Gut, Leute. Da wir noch ein bisschen was erreichen wollen. Schade, dass das mit Dr. Hill nicht aufgeklärt wurde. Episoden, meine Damen und Herren. Letztes Jahr. Damit fangen wir an. Und wir werden sehen, was uns das bringen mag. Yes. Achso. Wir können das leider nicht überspringen.
Schade. Aber da wir 20 Minuten haben, ich möchte einfach nur sehen, was passiert, wenn ich sie rette. Ja, hier sehen wir schon die Geschichte. Verschiedene Handlungsstränge im Schmetterling, jetzt verstehe ich das auch, die sich immer an zwei Punkten wie ein Ast bei einem Baum auch spalten. Und ich finde es ganz gut, dass wir wirklich so wenig Möglichkeiten haben. Denn das macht die Sache deutlich einfacher für den Entwickler und für jeden. Und da ist Beth. Tja, und was kann ich sagen, wenn diese Sequenz, die wir ja schon aus dem ersten Teil kennen, abläuft? Es hat mich besser dran gehalten, wie so manch anderer. Und der Typ mit der Machete, der hatte einen sehr verunsichert. Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Nein, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Okay. Die Grafik ist halt phänomenal. Die Lichteffekte sind gut. Die Schockeffekte sind leider sehr mit dem Holzhammer, was ich sehr schade finde. Und wir wissen ja, was aus Hannah geworden ist, nämlich... Nämlich dieses krasse Monster. Wir wissen mittlerweile auch, wer er ist. Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh! Beth hat es leider nicht geschafft, die wir hier spielen. Aber wir werden jetzt sehen, worauf alles hinausführt, wenn wir sie retten. So. Oh mein Gott. Was alles hat klar. Unsere Schwester jetzt wieder vor? Ach, Josh ist da unten. Da war sie noch nett. Du weißt schon, umknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Oh mein Gott, sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt, was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah! Ja, Sam ist wirklich die Nette von beiden. Ja, ja, ja. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... Josh wird da nicht viel machen können. Der wird weiterschlafen, nehme ich an. Los? Schwester hin. Alles gut, sie versteht nur immerhin, Spaß. Sie nimmt sich es war eine Jacke. Ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir... Wobei ich sagen muss, es ist schon ein bisschen sehr krass. Man hätte ja auch... Der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Es ist sehr von wegen... Hätte man sich nicht im Haus verstecken können? Was kommt jetzt? Nee, wir machen schnell.
Ich mache jetzt mal alles anders. Wie geplant. Ich meine, am Anfang ist er noch nicht wirklich schwierig. Wir folgen mal dem Geräusch. Verdammt, Renner, wo steckst du? Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Okay, wir sind jetzt deutlich einen anderen Weg gegangen. Sehr interessant. Natürlich kann man am Anfang auch nicht alle Totems finden, denn... Okay. Man läuft ja andere Wege und läuft somit auch nicht alles ab. Hier haben wir zum Beispiel so ein Totem. Das werden wir natürlich schon kennen. Yes, Todestotem, welches uns schon ziemlich genau darauf hinweist, was passieren wird. Aber jetzt versuche ich einfach mal, was ist, wenn man nichts macht? Kann man beide retten und das Spiel ist dann vorbei? Man weiß es nicht. Tja, und das, was wir da sehen, diese Predator-Ansicht, sind ja diese Teile, wo wir nicht wissen, was das ist. Das Handy, welches wir später finden werden. Ich mach jetzt mal nichts. Festhalten! Festhalten! Wir lassen die Zeit ablaufen und gucken, was passiert. Okay, es bricht ab. Aber beide wirken schon sehr tot. Ich sagte doch, okay, du kannst der... nicht ändern, was bereits passiert ist. Du kontrollierst allein die Zukunft. Akzeptier's und mach weiter. Also... Du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Ja, so grauenerregend wurde es nicht. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen.
Und ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt genau das Gegenteil nehmen, wie in der ersten Folge. Ich bin nicht ehrlich und ich sage, ich bin glücklich. Der wird mich als Psychopathen abstempeln. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Jetzt bin ich mal gespannt. Sonnenschein. Verstehe. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Weder noch. Tja, Winternächte sind kalt und dunkel. Depressionen, Gefühle der Einsamkeit sind da nicht selten. Die Nacht, in der dein Spiel stattfindet, ist besonders dunkel und kalt. Eventuell könnte ein Gefühl von Isolation entstehen. Besorgt dich das? Tja, ja, okay. Du hast wohl keinen Bock auf Party, oder? Wie es scheint, haben wir da ein wichtiges Thema entdeckt zum Besprechen in der nächsten Sitzung. Doch für heute ist die Zeit um. Viel Spaß allein. Bis dahin. Fragen, bei denen ihr nicht gewinnen könnt, meine Damen und Herren. Was soll ich dazu sagen? Nett. Wirklich nett. Ja, das soll es auch gewesen sein. Wir gehen zu einer anderen Episode. Und zwar zu 10. Reue. Ja, es könnte sein, dass es eine längere Folge wird. Und eigentlich haben wir das Spiel auch geschafft. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Und Josh, er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt, nicht fliegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott, ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Die letzte Stunde. Wenn wir jetzt eine Viertelstunde oder so überziehen, soll das uns nicht stören. Denn, wie gesagt, das Spiel ist eigentlich fertig und ich möchte einfach nur sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Ich möchte nämlich das Ende noch etwas schöner gestalten für euch. Jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Mich würde es interessieren, ob ich ihn auch retten kann. Dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine. Nein, du bleibst nicht lang allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Und wie der G-Man in Half-Life 2 Anfang schon sagte, schnuppern Sie die Asche in der Luft. Hold up! Oh!
Seid still! Was ist passiert? Oh nein! Ihr seid tot! Verdammt, das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Sonst nicht mehr. Die Zeit für George ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Ganz allein. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre. Ja, mittlerweile schon. Okay, es ist egal, wo ich hingehe. Okay. Es ist so egal, was man macht. Vielleicht. Warum tut ihr das? Hast du uns nicht gerettet? Du bist tot. Wolltest du uns noch tot? Verwandelte sich in einen Wendigo. Wirklich? Einer der Bergarbeiter, die in den 50ern verschüttet wurden. Das heißt, das Ding ist 80 Jahre alt. Mindestens. Grüß dich für dieses Alter. Sie haben aufgeräumt. Viele Leute starben. Sie? Du meinst, es gibt mehrere? Oh ja. Wie viele? Zu viele. Wir sind fast da. Immerhin, das wischt das Blut ein bisschen weg. Okay, dadurch, dass ich als erstes mal dort hinten hin bin, läuft es jetzt schon ein bisschen anders ab. Better than nothing. Ja. Okay. Hey, es steigt wieder an. Wir schaffen es. Oh mein Gott, das hoffe ich. Komm schon. Wir haben es geschafft. Whoa!
Oh, dass man die Sachen nicht überspringen kann. Ja, es ist Chris. Leute, ich weiß es doch, dass ich den Fehler gemacht habe. Faszinierend, wie viel Detailliebe, allein so Bretter irgendwo anzubringen und dann die kleinen Gesteine. Sie sagen echt Respekt. Mein Plan ist eigentlich nur ein bisschen in das Haus zu kommen und ich möchte gerne mich einfach nicht bewegen und ich denke, das ist die richtige Wahl, alle zu retten. Weil auf den Zurennen bringt nichts und den Schalter haben wir ja gesehen. So, mein Plan ist jetzt einfach so nah wie es geht bei ihm zu bleiben. Vielleicht hilft uns das nicht. Kann ich nicht sagen. Ich will wissen, was da hinten ist. Ah. Oh, das ist eine Spitze. Glückstotem. Und zwar die Spitze. Wie er da rumhumpelt. Aber das ist halt schon echt filmreif. Die Bewegungen sind, wenn es keine Arm- und Kopfbewegungen sind, die viel zu heftig sind, passt das. Mir fällt gerade nichts anderes ein, außer zurückgehen und einfach nichts zu machen. Okay,
Okay, wir können nichts machen. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man Josh rettet. In dem Fall. Hier wissen wir auch Bescheid, wie man da am besten durchkommt. So, gucke ich mal. Jetzt sind wir gerade bei einer Stunde. Ziemlich. Nice. Ja. Was ist mit dir passiert? Nice. Wie zum Teufel hast du überlebt? Ja. Wie bist du hier unten gelandet? Mike und ich haben herumgealbert und dann war es. Was? Wir keine Ahnung, ich stand da am Fenster und es war halt dieses Glas und es war Schnee und dann, es war so schnell. Nicht sehr hilfreich, meine Liebe. Scheiße. Oh Gott. Kannst du gehen? Nicht hilfreich, liebe Leute. Okay, lass uns gehen. Und zwar so schnell, wie es geht. Das ist super. Das Gegenlicht von mir, dass er hin und her trappelt, Hammer. Er hat schon einen bestimmteren Gang, muss ich sagen. Komm schon, Nico. Okay. Okay, komm, Jess. Ja, es ist langweilig, dass ich jetzt das Gleiche mache. Nice. Gut. Wird es geschafft? Okay. Wir schaffen das. Wir kommen raus. Komm schon. Komm schon. Komm. Auf jeden Fall. Natürlich verstecken wir uns. Und wieder nicht bewegen, liebe Leute. Und go. Gut. Hätten wir das geschafft, diesen Abschnitt. Und jetzt kommt das Haus, das große Finale, welches mir auch sehr gut gefällt. Aber vorher müssen wir noch mit ihr eine Kletterpassage bestehen. Und die machen wir etwas schneller. Da wir ungefähr wissen, was kommt. Okay, es ist ein bisschen anders. Passt das alles wunderbar. Und wir werden schnellen Schrittens uns Richtung Haus bewegen.
und brauchen hier auch gar nicht groß überlegen, was Phase ist, denn wir wissen es ja bereits, da wir es ja anfangs dieser wunderschönen Stunde dieses Teil 7 gesehen hatten. Und wenn ihr mich nicht alles täuscht, habe ich es tatsächlich auch in unter 7 Stunden fast geschafft. Was mir auch Dominik schon erzählt hat, dass es möglich sei, was ich gar nicht glauben konnte. Aber dem tatsächlich so ist. Da bin ich ein bisschen begeistert, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Ich dachte echt, wir brauchen so 8 bis 9 Stunden. Aber wir haben tatsächlich ja 2 Kapitel so schnell abgefrühstückt, dass wir das geschafft haben. Auch wenn Kapitel 7 und 8, wo ich mit ihm gespielt habe, etwas länger waren, ging das jetzt schon alles echt gut von der Hand. Und natürlich jeder, der sich das ansieht und denkt, oh, das hätte ich nicht gemacht, klar, die Sachen mit den Dingen, nicht so geil. Aber ich finde, für den ersten Lauf war es schon ganz gut. Am Ende habe ich natürlich nachgelassen mit Chris. Den hätte ich retten können ohne Probleme. Josh weiß ich nicht. Und die anderen, die versuchen wir jetzt natürlich zu retten. Aber ich muss sagen, die haben gute Knochen. Also, ich kenne solche Stürze teilweise. Also, bei weitem nicht so schlimm. Jetzt heißt es hier, nicht verkacken. Run. Run. So, es heißt, Dreieck, um den Kopf einzuziehen. Yes. Kreis. So, rund wie das Ding. Wunderbar. Sehr geil. Wird alles gut. Und ich finde, man kann am Ende sehr viel falsch machen. Ist lustig, dass er jetzt von der Seite... Ah, ne, er kommt auch von da. Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Aber er war recht schnell. Yes. Nice. Da haben sie Gott sei Dank auch verzichtet auf die Heavy Rain Sachen und wirklich jede kleine Bewegung machen muss. Das ist manchmal nicht so geil, wie es sein könnte, wie mit diesem Zahnbürste und so. Das braucht man nicht. Sie hat ihn. Yes. Nicht gut. Nein. Yes. Sehen gut. Wir nach. Vielleicht ist da noch jemand. Das Richtige. Auf jeden Fall. Ich komme nicht um dich herum. So, jetzt gehe ich auch mal von der anderen Seite zur Treppe. Ich weiß auch nicht, ob die Tür irgendwie sinnvoll ist. Ich hätte mir ja gehofft, dass mehr Spuk in dem Haus passiert und weniger unten. Das ist so ein Setting, was mir nicht gefällt. So höhlenartig. Da hätte mich so ein Haus deutlich besser gefallen. Das war auch so ein Bitch-Move, ne? Und jetzt heißt es wieder stillhalten. Und deswegen stehen die da auch schon so komisch. Und ist sie da gerade ins Bild geploppt? Oh nein! Ganz ruhig. Ist aber schön, wie auch hier Leute gebildet werden, dass man sieht, sie ist jemand anders. Weil man auch sagen muss,
dass sie sich echt geil bewegen. Ich werde mir auch jetzt die Extras noch reinziehen. Man merkt einfach, sie ist etwas größer, aber sie hat kaum noch menschliche Züge, ne? Nice. Nur dass sie da so klettern können, verstehe ich nicht. Sind die Spider-Man? Wir machen jetzt gar nichts, ist der Plan. Wenn das jetzt wieder in die Hose geht, habt ihr leider die ganze Zeit schlecht zugeguckt. Vielleicht schneide ich das auch. Wir werden sehen. Okay. Haut rein. Manchmal ist die Intuition nicht das Richtigste. Alter. Und das hat uns das Tote mir gesagt. Dass wir uns da nicht bewegen sollen. Mehr oder weniger. Und jetzt schauen wir mal, ob ihr Ding das Richtige ist. Gott, ist die hässlich. Irgendwas. Ich mach gar nichts. Okay, wir hätten uns verstecken sollen. Wie ist das Scheiße? Okay. Tja, Leute. So hat nur Sam und Ashley es geschafft. Aber nicht wir. Sam ist natürlich drauf gegangen, Mike ist drauf gegangen. Was ich sehr scheiße finde. Vielleicht hätten wir Mike retten können. Die anderen zwei wären geflohen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich mich auch verstecken müssen. Wir werden es nicht erfahren. Und das war's von Until Dawn. Game Inc. Spiel durchgenudelt. Until Dawn. Wir konnten die zwei Schwestern. Ich konnte nicht eine von beiden retten, indem ich gar nichts mache. Vielleicht hätte ich sie loslassen können. Und dann wäre wahrscheinlich dennoch der Ast abgebrochen. Weil sonst hätte die ganze Sache nicht gepasst mit den zwei Schwestern. Also da denke ich mir nicht, dass wir so viel Freiheit hatten. Aber es war eine ganz spannende Reise. An manchen Stellen war es nicht so dolle. Aber okay, ich versuche mich vielleicht an dem Level noch ein paar Mal, um zu gucken, was man hätte besser machen können. Und sage in diesem Sinne, das war's von Until Dawn. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr habt euch genauso erschreckt wie ich und wir werden sehen, ob wir auch nochmal ein Until Dawn machen. Durchgenudelt. Wie wir alle überleben lassen. Und wer da wieder mit dabei sein will, ich möchte nicht versprechen, dass ich es schaffe. Aber irgendwann wird es hoffentlich doch kommen. Und bis dahin sage ich gute Nacht und bis auf dann. Schön abonnieren und liken.